So, komm. Ja, weiter. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung?27. von insgesamt 30 Spieltagen in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz. Die TuS Koblenz ist im Rennen um den Aufstieg beim TuS Mechtersheim zu Gast. Für die geht es nur noch um die goldene Ananas, stehen auf Platz 8 in der Tabelle. Die Schengel hingegen mit 59 Punkten aus 26 Spielen, lediglich einen Zähler hinter dem TSV Schott Mainz und ganze 6 Punkte vor dem Drittplatzierten aus Pirmasens. Die Vorzeichen standen gut und die erste Gelegenheit machte Hoffnung und Mut. 1:0 für die TuS. Nee, denkste. Michael Stahls Kopfball bediente Mohamed Recep, der allerdings nach Schiedsrichterentscheidung im Abseits stehend eine knappe, wohl aber eine richtige Entscheidung. Die TuS in den Anfangsminuten von rechts nach links spielend machten gehörig Druck und kamen zu Tormöglichkeiten. Das ist Dylan Esmel gegen seine Gegenspieler. Macht das gut, der Abschluss allerdings zu wenig, um den Schlussmann Fabian Niemann in Bedrängnis zu bringen. Nächste Gelegenheit, 21. Minute, wieder wird Esmel gesucht. Diesmal allerdings lag eine Abseitsposition vor. Die Fahne des Schiedsrichtergespanns geht richtigerweise nach oben. Mechtersheim fokussierte sich auf die Defensive. Die TuS nutzte das ein oder andere Mal aus. Freistoß für die Schengel, 26 Minuten gespielt. Und Chachiri mit einem Erste-Sahne-Freistoß. Aber Erste-Sahne mit einer kleinen Kirsche obendrauf war auch die Parade von Niemann. Hält da die Gastgeber im Spiel. Die knappe halbe Stunde ist jetzt rum. Nächster Abschluss für die TuS. Eldin Hatzic aus der zweiten Reihe trifft den Ball nicht vollends. 8 Minuten später, wieder die Schengel, wieder ist es Esmel und wieder legt er sich den Ball ein kleines bisschen zu weit vor. Die TuS macht richtig Dampf. Die Nachspielzeit, nochmal eine Kopfballgelegenheit hier. Sprang allerdings nichts Zählbares bei rum. Es geht mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen, begleitet von lautstarken Applaus und Gesängen des Koblenzer Anhangs. Mit einem Wechsel starteten die Schengel dann in Halbzeit 2. André Mandt blieb mit Kreislaufproblemen in der Kabine, wurde vom agilen Armin Schener ersetzt. Und das Bild zunächst einmal unverändert, dennoch Mechtersheim mit einem ersten Abschluss. Björn Weisenborn, der Kapitän, der zur neuen Saison nach Pirmasens wechselt, mit einem ersten Abschluss. Auf der anderen Seite, wenige Minuten später, ist es Erion Chachiri aus der Distanz wieder. Findet sich in Niemann ein Meister. Und das ist der neue Mann, Armin Schener, zur Pause reingekommen. Mit einem Dropkick aus der zweiten Reihe am Tor vorbei. Die TuS machte jetzt gehörig Druck. Aber es fehlte in den entscheidenden Situationen immer wieder an etwas Spielglück. Stunde gespielt, wieder die Schengel mit Esmel, der sich dagegen 2 gegen 3 durchzusetzen wusste, aber beim Abschluss entschieden verzog. 2 Minuten später, wieder wird Esmel gesucht, ein ständiger Unruheherd. Aber das ist sinnbildlich natürlich auch der Frust groß. Der Ball verspringt ein weiteres Mal. 2 Minuten später, jetzt Mechtersheim mit einer scharfen Flanke. Und die wird richtig gefährlich. Jonas Bast guckt den Ball über das Tor. Die 66. Spielminute, mal ein Standard für die Schengel, getreten von Justin Klein. Sucht da Mohamed Recep, Niemann klärt zur Ecke. Die anschließende Ecke wieder gefährlich. Justin Klein mit der Hereingabe und Armin Schener aus der zweiten Reihe über das Tor. Wir sind bereits in den Schlussminuten. 87. Minute, wieder ein Standard von Klein und Jakob Pistor. Zuvor eingewechselt mit der riesen Kopfballgelegenheit. Wieder ist Niemann der quasi Matchwinner bei Mechtersheim. Aber das Spiel noch nicht rum. Nochmal ein Abschluss aus der Distanz. Wieder war es Schener über das Tor. Die 93. Minute. Die TuS jetzt nochmal mit dem Mute der Verzweiflung und mit Esmel, der den Ball allerdings aus zu spitzem Winkel aufs Tor brachte. Die Hereingabe wäre da
wohl die bessere Option gewesen. Allerdings immer noch nicht rum. Wieder die TuS im Vorwärtsmarsch. Es läuft die vierte Minute der Nachspielzeit und es gibt einen Freistoß für die TuS Koblenz auf Höhe der Strafraumgrenze. Erion Chatschiri sollte diesen schießen und könnte hier zum Matchwinner werden. Der Ball allerdings in die Mauer. Da hilft auch nicht das Lamentieren nach Handspiel, denn die TuS verpasst es hier in Mechtersheim, einen Treffer zu erzielen. Und so geht es mit einem Punkt nach Hause an den Oberwert. Niedergeschlagenheit bei den Akteuren vom Oberwert. Doch positive Nachrichten gab es aus Mainz zu vermelden, denn der Tabellenführer spielte gegen Auersmacher ebenfalls nur unentschieden. Also alles noch offen im Meisterkampf. Die Black Blue Schengel.